Ramluk. Erniere dein Ziel mit einer Schleichtötung. Ja, wenn ich ihn finde, den alten Spießer. Zuerst mal müssen wir ihn aber finden. Wo ist er denn eigentlich? Warte mal ganz kurz. Okay, weit und breit nichts zu sehen. Ich glaube, es war dieses seltsame Geschöpf, das Snabok gesehen hat. Oh oh, was sieh ich da? Ah, Bogenschütze. Und jetzt hat er was gesehen. Jetzt wird er nie wieder was sehen. So, lass uns mal nach da oben gehen, einen kleinen Überblick verschaffen. Vielleicht sehen wir ihn von hier aus der Geisteransicht. Aus der Geisterweltansicht. So. Da drüben. Lamluk. Da hinten ist er. Räche den Tod von Gottvater Tiger. Tja, auf diesem Weg sind wir heute und ich. Okay. Und ich heiße euch damit herzlich willkommen zur neuen Folge Billiard Modo Schatten, gesponsert das Ganze von GameStandard.com. Ich muss mal eben schauen, warte mal ganz kurz. So, wir sollen das jetzt mit einer Schleichtötung machen. Auf geht's! Ja! Lamluk, der Untötbare. Tja, so wird zum Thema. Ne? Aufpassen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ne, das ging jetzt nicht. Ach so, halt, nee, warte mal. Ich muss ja. Wie war das? Leertaste und. Ja! Ja! Warte mal ganz kurz. So. Ey, hallo, geht's noch? Warte mal ganz kurz. Wofür haben wir denn unsere Pfeile? Und den da. So, töten! Ja, kotzt ihr ruhig eure Seelen aus! Du wirst keine Verstärkung holen, kann ich dir sagen. So, die Rune hier mitnehmen ist eine Dolchrune, davon haben wir schon mehr wie genug. Chance von. Ja, das mit der Gesundheit regenerieren ist eine tolle Sache, aber naja. So, die Mission haben wir erfüllt. Gottvater Tiger wäre gerecht. Und jetzt geht es zur eigentlichen Mission. Hilflos. Wir müssen noch einen Häuptling töten. Und hätten damit ein weiteres Hauptziel, sag ich jetzt mal, erfüllt. Um eben oben im Norden, ich weiß nicht, ob das Dungeon soweit ist, dass oben im Norden die Mission am Schwarzen Tor freigeschaltet wird, aber weiß nicht. Mal schauen. Demütige Hoshkrish, den wir malten, indem du seine Unterstützer tötest, bevor sie Verstärkung holen können. Mhm, Hoshkrish, der bemalte Elitehäuptling, Machtstufe 16. Töte die Uruks, ehe sie andere benachrichtigen. Und der Häuptling wird ihre einzige Verstärkung sein. So, töte die Anhänger, ohne den Alarm auszulösen. Einmal. Zweimal. Moment, Moment, Moment. Achso, das ist ein anderer. Oder was? Nee, nee, nee. Moment, was ist hier los? Jetzt. Bei dem hier weiß ich nicht, was der hier gerade vorhat. Ich werde allerdings. Du riechst gar nichts. Und dann ist da drüben noch einer, allerdings hinter dem Felsen. Und da vorne ist noch einer. Ja. Hoshkrish, der Bemalte, ist erschienen. Nein. Ja, bejubelt ihn noch nicht mehr lange. Okay, wir verschwinden hier. Was hört sich nicht gut an?
Was denn? Ist doch alles in Ordnung. Ist alles in bester Ordnung. Hier treibt sich ein Mörder herum. Meinst du? So, den hier zehren wir auf. Ich brauche dringend Elbengeschosse. Ja, genau so. Ist er empfänglich? Immun gegen Fernkampf? Nein. Er ist nicht empfänglich. Groß. Und der dahinter? Ja, der mag. Der mag Pfeile, der mag Pfeile. Das sehe ich schon. Aber hier ist sich hinter Oschgrisch versteckt. Dein Schleichen wird dir nicht helfen, wenn ich deinen Bauch aufschlitze. Oh, das werden wir gleich mal noch sehen. Warte mal ganz kurz. Ich verdünnisiere mich mal eben. Du lässt mir gerne folgen in deinen Tod. Moment. Autsch. Zack. Und noch einmal. Ah, da flüchtet jetzt ein. Okay, dann halt eben der Häuptling. Oh, 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 oh. Ja, genau so. Hinrichtung. Moment. Aber. Jetzt! Stech ihn ab! Ja. Und Hinrichtung. Okay, das hat er wohl abgewehrt. Oh, der mag das gar nicht. Er wird säuerlich, aber. Hey, das ist doch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. So, den da greifen wir uns mal eben. Aufzählen. Ja, stirb! Und jetzt bist du fertig! Ja! Okay, er lässt sich nicht wirklich extrem damit beeindrucken. Nein. Und zack. Ja, und jetzt. Es zählt. Das darf nicht das Ende meiner Geschichte sein. Oh doch. Linke Maustaste. Bäm. Zack. Und nochmal nachgeschlagen. Und damit ist Horschgrisch. Naja, nicht mehr unter uns, würde ich sagen. Horschgrisch ist gefallen. Ein sehr starker Häuptling. Tosender Sturm erhöht ihn durch Waffenfrust nach Schaden beim Reiten einer Bestie. Naja, ich weiß nicht so genau. Gut, ist jetzt endlich das dunkle Monument. Zerstöre das Gortor und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Ich würde sagen, das wird spaßig. Ich will es mir jetzt direkt sofort anschauen, weil ich glaube, es wird geil und es wird tatsächlich eine Sache für sich. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr auch. Lasst uns loslegen. Es muss, wo ist es denn? Okay, wir müssen darüber, über die kleine Schlucht hier. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob ich neugierig bin. Wir müssen da hinten rein. Ah, das ist das. Okay. Das dunkle Monument. Zerstöre das Gotter und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Das ist unsere Aufgabe. Das liegt vor uns. Und ich glaube, es wird... Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du, er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf?
Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Zweifelt ich etwa an mir? Es hört sich so ein bisschen danach an. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grogkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Okay. Also, wir brauchen einen Karren, um das ganze Zeug natürlich auch zu transportieren. Und hier oben verrichten Karagor wieder seine Arbeit. Nee, das ist ein Ghoul. Angriff! Okay, das war's auch schon wieder. Hast du die gut Ghoul gemacht, Hirgon. Die Ghoul haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Die Natur kann nicht gezähmt werden? Ja, das ist sicherlich richtig. Der Karren ist dort vorne. Sei aber wo es alles, was sich gegen Uruks. Die Uruks wendet, wenn ich fertig bin, ist uns dienlich. Das verspreche ich. Ihm ist es egal, wer es anfasst, solange er es zurückerhält. So, einer ist weg. Bleiben 8 übrig. Der Funke unserer Rebellion. Einer mit einem Schild. Ich würde sagen, die erledigen wir einfach komplett. Mit Bogen. Nein, verfehlt. Jetzt. Okay, 3 bleiben übrig. Und alles fällt um. Da oben ist noch einer. Jetzt. So, 2 müssen hier noch irgendwo rumstapfen. Ah, da drüben. Oh ja. Und wieder drüben. Ich rieche Fleisch. Sklavenfleisch. Wird auch Zeit. Nein, du musst dich irren. Verhören. Wir haben noch, glaube 2 Anführer. Zwei kleine Anführer, die uns unbekannt sind. Und dazu gehört Tumuk der Schatten. Und wie sieht's hier aus? Anfällig durch Kampftodesstoße. Er mag keine Morgai fliegen. Und Fernkampfangriffe sind ihm auch ein Grauen. Danke für die Information. Aber jetzt bist du nicht mehr vonnöten. So, wir haben hier noch einen Bogenschütze. Kann das sein? Der ist wo? Ah, da oben. Wenn ich auch nur das kleinste Anzeichen des Waldläufers spüre, werde ich ihn in die Knie zwingen und ihm im Handumdrehen das Herz herausschneiden. Meinst du? Was ist aber, wenn ich mich vorher töte? Beispielsweise terrorisieren sogar. Aber es keiner sieht, wird also auch keiner flüchten. So, Jürgen. Es ist vollbracht. Gute Arbeit, Talion. Nun müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Also, wir gehen schon mal voraus, wie ich die Sache sehe. Nun gut, dann... Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Gut, es liegt wohl sicherlich an uns, irgendwo gehen. Auch den Weg freizuräumen, damit der Karren sicher da ankommt, wo er ankommen soll. Aber wollen die hier denn hier wirklich hier langziehen? Oh mein Gott. Na, ich wünsche denen, weiß nicht, ob ich ihnen viel Spaß wünschen soll, macht sicherlich nicht so viel Spaß, wie es vielleicht den Eindruck erwecken könnte. Hust. Sehr cool auf jeden Fall,
dass mittlerweile vier der obersten Anführer bzw. Häuptlinge nun gefallen sind. Der Weg ist frei und wir bereiten, denke ich mal, jetzt ein riesiges Schlachtfest vor, wenn es uns gelingt, den Wagen sicher da raus zu transportieren. Werden wir noch sehen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Und später kommt noch Borderlands. Morgen dann wieder Arc Age. So Anfang um 12 Uhr. Bis dahin jetzt erstmal eine schöne Zeit und wir sehen uns. Du kannst uns nicht entrinnen.